heute zu einem neuen Video von mir. Und zwar wird es heute eine Premiere, denn es wird einen DM-Haul geben. Und in letzter Zeit habe ich mir ab und zu gerne mal welche angeschaut. Aber lange vorher habe ich mir gedacht, Mädels, so viel Shampoo, wie ihr jeden Monat kauft, das könnt ihr niemals aufbrauchen. Aber das ist natürlich Typsache. Und ich habe mir gedacht, jetzt wo ich einfach mal wirklich mehr im DM kaufen musste, weil ich bin ja so ein Mensch, ich gehe in den DM und kaufe 2, 3 Sachen, weil es mir ja sonst im Herzen wehtut. Aber dadurch, dass ich nächsten Monat weg bin und mir jetzt einfach plötzlich aus Zufall mehrere Sachen gefehlt habe, habe ich mir gedacht, kaufe ich jetzt alles und zeige es euch zum ersten Mal. Und ich werde euch auch alle Preise mit dazu benennen. Nachdem ich mir jetzt mittlerweile mehrere DM-Hauls angeschaut habe, weiß ich natürlich, dass man mit den besonderen Wattepads anfängt. Und zwar die ganz klassischen Wattepads, die wahrscheinlich die meisten von euch kaufen. Und zwar die 140 Stück für 85 Cent. Der Preis ist völlig okay. Die Qualität ist auch total ausreichend. Und mir fällt eben gerade ein, dass ich den Make-up-Entferner vergessen habe. Wo ich an Wattepads denke. Scheiße. Nächste Basic-Sachen sozusagen ist hier so Kosmetikstäbchen. Und zwar habe ich von denen hier 80 Stück. Das sind die Kosmetikstäbchen, die sozusagen hier diese Spitze haben und dann hier noch dieses rundere Teil, sage ich jetzt mal so ganz flach. Und nachdem ich gesehen habe, dass Kisu so ein bisschen beim Eyeliner damit gearbeitet hat, habe ich mir gedacht, perfekt, genau sowas habe ich gesucht. Und die kosten 65 Cent kosten die und ich wollte die einfach mal ausprobieren, mal gucken, was ich damit so alles anstellen werde. Dann als nächstes haben wir hier noch von Evelyn Kosmetiktücher, die ich auch ab und zu gerne einfach mal mitnehme. Und zwar kosten die 65 Cent, 150 Stück und ich benutze die immer wieder zum Gesicht abtrocknen oder zum Beispiel für die Lippen, wenn ich so einen dunkleren Lippenstift auftrage, einfach so, um das so ein bisschen abzumattieren. Und ich finde die ganz praktisch. Und fürs Gesicht benutze ich sie einfach, weil ich kein benutztes Handtuch verwenden will, damit ich nicht einfach noch mit den Bakterien alles so schön verteile. Und hier weiß ich, dass das noch recht keimfrei ist. Bevor wir jetzt weitergehen zur dekorativen Kosmetik, denn da habe ich nämlich auch 2 Sachen. Und zur Pflege habe ich hier noch kurz was Essbares an sich. Und zwar ist das Tee von Bad Heilbrunner. Ich habe auch einmal diesen Entspannungstee gehabt. An sich vom Geschmack finde ich es absolut scheiße. Ich mag Tee auch einfach nicht so. Aber es hat mir einigermaßen geholfen. Und hier habe ich Reizhustentee, weil ihr wisst ja, dass ich sehr, sehr lange krank war. Ich höre mich auch noch minimal krank an. Und ich hatte einfach wochenlang mit Husten zu kämpfen und konnte wirklich nicht schlafen. Und ich habe immer noch so einen Resthusten. Und habe mir da gedacht, da kaufe ich mal Reizhusten, ne? Reizhustentee. Ich kaufe mir nicht den Reizhusten. Naja, ihr versteht, was ich meine. Ich probiere den Tee mal aus und bin gespannt, ob das was gegen den Husten hilft. Der Tee hat 1,15 Euro gekostet und da sind so 8 Teebeutel drin. Und jetzt gehen wir weiter zu den Pflegesachen. Und zwar habe ich hier 2 Deos. Und zwar habe ich hier die Deos von CD. Die benutze ich wirklich schon sehr, sehr lange. Und hauptsächlich eigentlich dieses Wasserlilie. Ich habe heute echt was mit der Stimme, ne? Dieses Wasserlilie. Also normalerweise habe ich früher immer das Geruchsfreie sozusagen verwendet. Aber ich liebe diesen Geruch von Wasserlilie. Und jetzt habe ich mir gedacht, probiere ich einfach noch Granatapfel aus. Und ich dachte mir, ich kaufe auch gleich 2, weil dann habe ich es einfach. Ich wechsle bei Deo eigentlich nicht mehr, weil jedes Mal, als ich irgendwie Bock hatte, ein anderes Deo zu verwenden, habe ich jedes Mal in die Hose gegriffen. Und das Deo funktioniert einfach bei mir gegen den Geruch, fühlt sich gut an. Und bei Rolldeos und bei den Spritzdeos habe ich immer das Gefühl, das bappt so danach, wenn ihr versteht, was ich meine. Da bin ich nicht so der Fan davon. Und bei Deos ist einfach eine Sache, da muss man selbst einfach sein Lieblingsdeo finden, nach sehr, sehr viel ausprobieren. Ähnlich wie bei einer Mascara. Und die haben 1,45 gekostet. Dann geht es hier weiter zu einer Sache fürs Gesicht. Und zwar habe ich hier Reinigungstücher von Balea. Ich habe auch manchmal die mit Grapefruit genommen, aber die fand ich irgendwie nicht so geil. Ich dachte, ich benutze jetzt einfach mal so ganz klassische. Und zwar wollte ich die mitnehmen nach Mauritius. Denn dort werde ich sehr wahrscheinlich nicht viel Make-up mitnehmen, weil immerhin wird es ein Badeurlaub, Strandurlaub und ich weiß echt nicht, wie oft ich mich da schminken werde, ob ich mich überhaupt schminken werde, ob es meiner Haut nicht einfach richtig gut tun würde. 3 Wochen keine Schminke, nichts zu haben und einfach nur Salzwasser, was so richtig die Pickel alle schön austrocknet. Aber da habe ich mir gedacht, für den Fall, dass ich mich doch mal schminke, werden mir 10 Reinigungstücher absolut reichen in diesem Urlaub und dadurch habe ich das sehr klein gehalten. Und die haben gekostet 65 Cent, soweit ich weiß.
Wenn wir jetzt schon bei Thema Haut sind und bei Thema Austrocknung der Haut, habe ich hier eine Nachtcreme. Ich hatte nämlich in letzter Zeit öfters das Gefühl, dass ich morgens wach geworden bin und alles irgendwie total trocken war. Dadurch, dass ich halt auch mit der BPO-Salbe meine Pickel irgendwie versuche zurückzuhalten. Und die trocknet halt extremst aus. Von daher wollte ich hier einfach mal eine ganz simple Nachtcreme. Und ich verlange von dieser Nachtcreme eigentlich mehr, dass sie wirklich hydratisiert. Und weniger, dass sie die Pickel wirklich verschwinden lässt, weil diese ganzen Versprechen hake ich bei mir immer schon ab und ich suche sozusagen immer den zweiten Zweck und wenn es auch dagegen hilft, dann bin ich glücklich, aber ansonsten hoffe ich einfach, dass sie nicht mehr Pickel macht, sondern einfach nur die Haut schön feucht hält. Und damit ihr natürlich auch wisst, wovon ich rede, ich muss ja noch ein bisschen üben bei DM Holz, ne? Balea Soft and Clear Intensivschutz Nachtcreme und die kostet 1,85 €. Also wenn die verspricht, was sie hält, wenn die hält, was sie verspricht, dann bin ich glücklich damit. Jetzt kommt etwas, womit man auch selten den DM verlassen sollte, und zwar Zahnpasta. Ich brauche mal wieder Zahnpasta. Und früher haben viele gefragt, warum hast du so weiße Zähne? Zähne? Warum lispel ich? Zähne? Und ich weiß nicht, das kommt, glaube ich, immer so von Video zu Video. Ich selbst sehe das nicht so, bin aber völlig zufrieden mit meinem Zahnweiß. Und ich benutze kein Zahnweißzeug, ich bleiche meine Zähne nicht. Das Einzige, was ich für meine großen Zähne brauche, ist diese Zahnpasta. Weil ich finde, eine Zahnpasta muss wirklich einfach gut schmecken, beziehungsweise einfach ein gutes Gefühl im Mund hinterlassen. Wenn es so eine eklige Zahnpasta ist, dann habe ich auch keinen Bock. Weil ich finde, nach Zähneputzen muss man einfach ein besseres Gefühl haben. Und dafür habe ich hier diese Blendermet, einmal extra frisch und einmal milde frische. Eigentlich so ziemlich jede Sorte davon, finde ich ziemlich cool. Und die kosten, glaube ich, 85 Cent pro Stück. Wir waren hier vorhin beim Thema Urlaub. Und im Urlaub wird ja meistens nicht nur die Haut von dem ganzen Salzwasser strapaziert, sondern auch die Haare. Und dadurch, dass ich sie aufgehellt hatte und jetzt sind sie ja wieder dunkel und man sieht ja auch wieder, dass es durchschimmert. Und ich habe mir gedacht, okay, färb danach nochmal richtig schön gleichmäßig, weil da wird es die absolute Haarkatastrophe geben und vielleicht muss ich danach wahrscheinlich sogar ein Riesenstück abschneiden. Ich kenne mich schon, meine Haare reagieren nicht so prickelnd auf Salzwasser. Dafür habe ich mir erstmal eine Schadenlöscherspülung, total so werbungsfixiert, ne? So von Garnier gekauft. Ich fand Garnier immer ganz gut und da habe ich mir gedacht, probiere ich die jetzt einfach mal aus und vom preislich geht es ja auch völlig. Kostet 1,75 €, also völlig okay und mit Garnier habe ich bis jetzt keine schlechten Erfahrungen gehabt. Es hat natürlich Silikone, ja, aber bei mir weiß ich nicht. Also das ist natürlich Ansichtssache, ob man Silikone verwendet oder nicht. Dann eine zweite Sache für die Haare. Und zwar hier diese SOS-Pflege Extremkonzentrat. Und die ist von L'Oreal. Die hatte ich schon mal mitgenommen, als ich nach Menorca geflogen bin zu meinen Großeltern. Und habe sie dort verwendet. Und ich muss sagen, ich war so positiv überrascht, dass ich mir gedacht habe, ich kaufe sie jetzt für diesen Urlaub wieder. 1,25 € kostet die. Ich meine, klar, wenn man das jetzt vergleicht mit so einer Pflege, ist so eine Spülung einfach recht teuer. Und naja, die kann man jetzt zweimal anwenden, aber dadurch, dass ich die letzte Mal so gut fand, habe ich mir gedacht, die 1,25 € investiere ich mal dafür, dass meine Haare danach nicht aussehen wie Schrott. Nun zum an sich spaßigsten Teil, weil ich finde, das ist ja eigentlich das Geilste am DM Haul, dekorative Kosmetik. Diesmal habe ich mir einen Nagellack gekauft und zwar von P2 Volume Gloss. Ich kann nämlich selten aus dem DM, ohne nicht wenigstens einen Nagellack zu kaufen. Das schaffe ich aber mittlerweile auch trotzdem ganz gut, weil ich mir immer denke, Sophia, brauchst du das wirklich? Und diesmal habe ich mir gedacht, ja, Sophia, das brauche ich. Und zwar ist es von P2 Volume Gloss. Und wie ihr wisst, mag ich diese Nagellacke ja total von dieser Reihe. Manche andere sagen, nee, gehen gar nicht. Ich weiß auch nicht, also ich mag es. Das ist wahrscheinlich so wieder mal so eine Typsache. Und diesmal so ein schön rosa. Und zwar ist es die Farbe 010 Little Princess. Ich hoffe, dass der so gut deckt, wie er hier aussieht. Weil wenn ja, dann ist das ein absolut geiler rosa Nagellack. So ein richtiger Babypinker Nagellack. Und ich bin gespannt, denn ich glaube, okay, der Fitchy Nagellack von Essie ist wahrscheinlich noch ein Stückchen heller. Aber trotzdem wollte ich so ein bisschen in die Richtung gehen. Dann noch eine zweite Sache, beziehungsweise der kostet 1,95 €. Noch ein zweites Produkt im Bereich dekorativer Kosmetik. Und zwar habe ich mich diesmal an der Limited Edition von P2 vergriffen. Und zwar ist es die Gold and Crown Limited Edition. Und zwar habe ich hier die Glamour Sparkles Palette genommen. Die hat ganz, ganz viele Glitzersachen und es glitzert echt ziemlich, ziemlich cool. Das kann man irgendwie auf Haut, auf Körper, Gesicht, Lippen, überall verwenden, ne? Ich bin mal gespannt, wie das Ganze so funktioniert, denn ich würde es nämlich am liebsten eigentlich auf den Augen tragen.
für so einen geilen Silvester-Look. Und dadurch, dass ich ja vordrehe, bin ich mal gespannt, weil ich sie nämlich dann also schon bald ausprobieren werde. Und ich persönlich kenne das ja nur so von Meisterschaftsschminke. Da hatten wir sowas Ähnliches, nur war das eigentlich Haargel mit Glitzer gemischt. Und da hat man halt immer gesehen nach einer Zeit, wie sich so einzelne Risse gebildet haben. Und deswegen bin ich gespannt, was hier passiert, wie bappig das auf den Augen ist oder ob man eine Chance hat, das eventuell abzumattieren. Das wäre nämlich ziemlich, ziemlich cool. Ich werde euch wissen lassen, ob das funktioniert und ob sich sowas lohnt für ein ziemlich geiles Augen-Make-up. Und die hat war sozusagen das teuerste meines Einkaufs und hat 4,75 gekostet. Von daher, Lohn, du sollst dich lohnen. Die soll sich lohnen. Das war's mit meinem DM-Haul. Ich hoffe, dass er euch gefallen hat. Wenn er euch gefallen hat, gebt dem Ganzen noch einfach einen Daumen hoch, dann weiß ich Bescheid, dass ich einfach in ein paar Monaten, falls ich mal wieder so viel bei DM kaufe, einfach den nächsten Haul abdrehen werde. Ich habe wirklich so ein bisschen Gefallen daran gefunden, ne? Hätte ich nicht gedacht. Ich verlinke euch hier noch zwei weitere Videos und ansonsten lasst natürlich in den Kommentaren da, worauf ihr Lust habt und schaut auf Instagram, Twitter und Facebook vorbei. Und ansonsten schicke ich euch einen sehr schönen Kuss, einen schönen, egal, wie auch immer. Wir sehen uns bei meinem nächsten Video und bis dann. Tschüss!